Hallo, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zur ersten Folge von Freddy on the Road. Jo, ich bin der Freddy, wie ihr bestimmt aus dem Titel, also meinem Kanalnamen schon erkannt habt. Und ich bin 22, ich komme aus Tübingen, studiere hauptberuflich sozusagen und bin nebenberuflich LKW-Fahrer oder Aushilfsfahrer. Ich bin ein Jahr schon Fernverkehr gefahren, international. Einfach nach der Schule, weil ich ja Lust drauf hatte. Ich habe einfach einen LKW-Führerschein gemacht auf eigene Kosten und habe die Berufskraftfahrerqualifikation gemacht, dann selber bezahlt und bin dann ein Jahr LKW gefahren. Viel Italien, Schweiz, Österreich, eigentlich so einmal Frankreich, leider nur einmal Frankreich. Ich fahre echt gern Frankreich oder war immer gern in Frankreich. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht, aber es ist halt einfach, die Bedingungen sind halt schon hart. Also Privatleben, wenn man eine Freundin hat, ist einfach schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, weil man halt doch da relativ wenig zu Hause ist. Ja, aber es hat trotzdem Sauspaß gemacht, war richtig gut, richtig coole Zeit gewesen. Und ja, jetzt studiere ich in Nürtingen, hier bei Tübingen, ist 30 Kilometer von Tübingen, Agrarwirtschaft, und das macht mir aber auch richtig Spaß, also das sind alles super nette Leute da. Ja. Und jetzt erzähle ich euch mal, was jetzt diese Woche ist. Also wir haben heute heute ist der 27.07. Und aller Wahrscheinlichkeit nach fahre ich bis Freitag oder bis Samstag. Es war diese Woche alles relativ spontan, weil ich ganz spontan Zeit gehabt habe. Ja, und ich fahre jetzt gerade mit dem Mietwagen nach Mülheim an der Ruhr, ins Ruhrgebiet, und übernehme da den LKW und fahre eventuell fahre ich mit dem LKW wieder hoch und fahre dann am Freitag oder Samstag wieder mit dem Mietwagen runter, oder ich fahre mit dem LKW runter und lasse den LKW unten stehen und der Fahrer, dem der gehört oder der normalerweise mit dem fährt, der fährt dann mit dem Mietwagen hier runter und holt den LKW. Aber das sieht man alles noch. In Spedition ist immer heute hü, morgen hot. Da weiß man immer nie, wie der nächste Tag aussieht oder wie. Es kann so gut geplant sein, ja, man kann sagen, okay, am Freitag bin ich um 12 zu Hause und dann ist man aber doch erst am Samstag zu Hause, weil irgendwas scheiße läuft, weil LKW kaputt geht oder weiß der Teufel. Es kann so viel passieren, Stau, Vollsperrung. Da bin ich relativ verschont geblieben in meinem Jahr, wo ich gefahren bin, aber man ist ja davor in Deutschland zumindest nicht sicher, weil es ja überall staut. Vor allem hier Stuttgart A8. Das ist ganz schlimm, die Ecke gerade, weil da jetzt auch noch eine Baustelle ist. Also ist alles nicht so einfach. Aber man kommt immer weiter und man soll halt niemals aufgeben. Ne? Jo. Ich melde mich später nochmal. Ich muss jetzt erstmal hier eine Weile fahren. Es sind gut 400 Kilometer von Tübingen bis Köln ungefähr. Oder bis da nach Mülheim ein bisschen mehr. Und weil ich hier nur so ein Polo habe, 75 PS, brauche ich dafür wahrscheinlich eine ganze Weile. Und schon stehen wir im Stau. Juhu! Dabei bin ich noch nicht mal weit gekommen, höchstens. Bei Gasol bin ich jetzt also 100 Kilometer ungefähr geschafft. Ich bin jetzt in Mülheim eingekommen. Aber natürlich ist der Kollege noch nicht fertig mit Abladen. Ich habe mir erstmal eine Pommes geholt. Und jetzt heißt es warten, was man hauptsächlich in diesem Job eigentlich macht. Okay, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber man wartet schon viel. Ich habe am Freitag gearbeitet. Letzte Woche, da habe ich 5 Stunden rumgestanden beim Kunden und gewartet. Aber es ist halt, ist ja alles bezahlt. Ist endlich geschafft. Ich sitze im LKW. Jetzt 17.25 Uhr und laden tue ich beim Schenker hier in Mülheim. Aber wann und wo und wie, weiß ich alles noch nicht. Das sehe ich dann erst. Jetzt muss ich noch Sitz einstellen. Alles klar.
dann gehe ich jetzt mal rein, melde mich an und gucke, was ich erreichen kann. Also der Plan ist jetzt, ich lade jetzt hier, mach Pause an der Rampe, so wenn ich es richtig verstanden habe, und fahre heute dann um 2 Uhr, also 9 Stunden Pause. Jetzt ist 16 Uhr, 39, 17, 18, 19, 20, 21. Ich bin jetzt um 1 ungefähr, wo es unterschiedlich ist. Halt, 17 Uhr das am Gerät ist ja. Also um 2 Uhr 40, 3 Uhr fahre ich dann hier los und mache dann leer. Melde mich, ich melde mich mal später. Wir laden jetzt nachher wahrscheinlich hochwertige Fracht. Deswegen muss ich eine Zollschnur durchziehen. Das ist immer ein bisschen geflügelt. Aber ihr seht es wahrscheinlich dann alles im Schnelldurchlauf, wenn ich das, wenn meine Videobearbeitungskünste so weit reichen, und dann ist es einigermaßen erträglich. So, was jetzt ganz wichtig ist, dass man dich schön gerade durchzieht und dann wieder hier einfädelt, weil sonst, wenn man nicht aufpasst, gut, beim Vorwärts wegfahren ist nicht so schlimm, aber wenn man jetzt rückwärts fährt und das Baum jetzt so auf der Straße hier, Moment, so, fährt man da drauf im Rad und dann war es das mit der Zollschnur. Ist mir noch nicht passiert, aber man muss ja nicht provozieren. So. Ja, das Einfädeln macht immer mehr Spaß wie das Ausfädeln, weil beim Ausfädeln verhakt sich diese ganze Konstruktion hier voll oft in den einzelnen Dingern da, und dann muss man wieder vor und lockern und wieder zurück und ziehen und lockern und ziehen und vor und zurück, und das ist alles ein bisschen nervig. Selbes Spiel. Durch. Na. Zweimal durch. So, hier muss man, ziehe ich immer das ganze Ding raus, weil genau deswegen fragt sich halt gerne mal der Spaß. So. Anfang suchen. Und weiter geht's. Hier wieder hochfädeln. 1, 2, 3, 4. So, alles klar. Was jetzt fürs erste Mal mit der Arbeit schon heute, ne? Nicht viel gemacht. Jetzt mache ich hier die Folie zu. Ich stehe jetzt an der richtigen Rampe. Ich hoffe, meine Aufnahmen hier sind einigermaßen gut geworden. Also ich filme ja mit so einer Action Pro, also so einer billig GoPro sozusagen. Aber ich bereue es ehrlich gesagt, dass ich mir keine GoPro gekauft habe, weil die Akkus, also ich habe jetzt zwei Akkus, die halten nichts. Ich habe jetzt, also allerhöchstens habe ich gefilmt heute 20 Minuten und zwei Akkus sind leer. Also der jetzt drin ist, der geht noch, aber der andere ist volle Kanone leer, und das kann es einfach nicht sein. Also ich kann ja nicht in Dings, im Internet steht hier 2 Stunden Akkulaufzeit, und tatsächlich hat meine Akkulaufzeit von einem feuchten Furz, und das finde ich halt einfach ein bisschen kacke, ja.
aber so ist es halt. Deswegen habe ich mir schon eine GoPro bestellt und dann filme ich vielleicht ab nächster Woche, je nachdem was ich dann mache, filme ich dann hoffentlich mit einer gescheiten Kamera, wo der Akku auch ein bisschen hält. Also ich meine, es geht jetzt schon, weil ich sie halt ständig aufladen kann auch. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit hier aufzuladen, ja, was mache ich dann? Achso, vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen den DAF. Also eigentlich, gut, das hier ist jetzt, Moment, Licht. Hier, das Fernseher ist natürlich nicht original drin, den hat der Fahrer reingemacht, ja. Und hier, die sind jetzt leider alle zu. Aber die Staufächer sind schon ganz ordentlich. Also man hat hier Platz ohne Ende. Und wenn der Vorhang jetzt nicht da wäre, würde man es noch deutlicher sehen. Also über Platz kann man sich hier nicht beklagen, aber der Motor und Getriebe, die sind halt alle nicht so. Also ich finde sie nicht so geil, weil ich bin ja Volvo gefahren und da war das alles schon deutlich besser. Also die Schaltzeiten, die Schaltlogik, sage ich mal, ja. Das ist beim DAF alles ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, suboptimal. Ich war ja der Plan, ich bleibe jetzt an der Rampe stehen, mache da meine Pause. Jetzt haben sie es aber hier beim Schenker irgendwie verplant. Und jetzt war die, jetzt habe ich die Rampe doch freigeben müssen oder räumen müssen, sagen wir es mal so. Ich habe nämlich kurz geladen, in 20 Minuten glaube ich. Und ja, jetzt bin ich geladen, darf aber nicht fahren, weil das irgendwie so wertvolle Ware ist. Und mit der darf man nur auf dem Schenkergelände Pause machen. Nur auf dem zugewiesenen Schenkergelände Pause machen. Und ja, jetzt bleibe ich halt hier eben hier stehen. Jetzt ist jetzt 18.05 Uhr, 19 Uhr. Ich habe 18.40 Uhr Pause gemacht. Oder 18.45 Uhr Pause gemacht. Von 18.45 Uhr sind es 9 Stunden bis 3.40 Uhr. Das heißt, um 3.40 Uhr fahre ich hier los. Das heißt, um 3.30 Uhr stehe ich auf. Gehe zum Pförtner, hole die Papiere, Plombe und ist jetzt alles drin. Und Zollschnur, habt ihr ja gesehen, habe ich hier reingemacht vorhin. Und jo, dann fahre ich um 3.40 Uhr los, fahre 4,5 Stunden oder 4 Stunden, mache dann irgendwo auf dem Weg Pause und fahre dann bis Herrenberg. Und dann mache ich in Herrenberg leer und dann schauen wir mal, was dann kommt. Ich hoffe, ich kriege heute Nacht, ich weiß nicht, letztes Mal, wo ich die Kamera hier ausprobiert habe zum Nachtsfilmen, da waren die Aufnahmen nicht so gut, aber jetzt gucken wir mal. Vielleicht ist es dieses Mal ja besser. Sehen wir aber dann. Eigentlich bin ich jetzt auch mittlerweile, ich habe jetzt die Sachen jetzt gerade auf meinem Laptop angeguckt, wo ich gefilmt habe. Eigentlich ist die Qualität gar nicht mal so schlecht, aber das mit den Akkus, also die Kamera hat ungefähr die Hälfte gekostet von der GoPro, also die hat jetzt 180 gekostet, also ganz so billig ist sie dann doch nicht, aber billiger als eine GoPro. Aber das mit dem Akku geht mir halt tierisch auf den Sack. Und ich denke, wenn ich mit einer GoPro filmen würde, dann wären die Ergebnisse schon nochmal deutlich besser. Und was auch das Ding ist, also ich habe jetzt hier auch keinen schlechten Akku erwischt oder sowas, sondern ich habe hier, ich habe zwei Akkus, ich habe einen extra nochmal extra bestellt und beide sind so scheiße, also das irgendwo kann es nicht sein. Und jetzt gucken wir mal, was die Firma mir zurückschreibt. Ich mache jetzt erstmal Pause, schaue vielleicht ein bisschen Game of Thrones oder sowas, weil ich bin halt noch gar nicht müde, das ist eigentlich nicht gut, weil es ja eine relativ kurze Nacht wird. Aber schauen wir mal. So ist jetzt 3.30 Uhr. Ich habe nicht so gut geschlafen, ehrlich gesagt. Ziemlich müde. Aber es hilft halt nichts. Ich gehe jetzt mal vor, hole die Papiere. Dann muss ich noch eine Abfahrtskontrolle machen. Und dann geht's los. We'll be right back.
Nach 60 Metern fahren Sie geradeaus. Fahren Sie geradeaus. Ich bin an der A5, also ich bin jetzt 3 Stunden 45 gefahren und ich bin ziemlich müde geworden, deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt schon meine Pause. Also ich muss ja nach 4,5 Stunden Pause machen. Jetzt bin ich hier am Rasthof Hartwald, heißt der, in der A5. Ess jetzt erstmal was, frühstücke mal, weil ich kann immer, wenn ich aufstehe morgens, also ich gucke halt, dass ich möglichst lang schlafe, wenn ich zu früh raus muss, und dann habe ich immer keine Lust davor noch Essen zu machen. Weil wenn ich da noch frühstücke, brauche ich, muss ich noch mal 10 oder 15 Minuten früher aufstehen. Deswegen stehe ich meistens auf und fahre dann los und esse dann später irgendwann was. Ja, jetzt ist von hier noch 2 Stunden bis Herrenberg, aber wahrscheinlich stehen wir im Stau nachher. Oder stehe ich im Stau nachher bei, ich weiß auch nicht, wieso ich immer wir sage, ich meine ja mich. Stehe ich wahrscheinlich im Stau da bei Stuttgart, wenn ich da um 8:30 Uhr, ja, wobei vielleicht auch nicht, aber das sehen wir dann ja. Naja, ich esse jetzt erstmal was, mache mir lecker Leberwurst, Brot und dann fahre ich weiter in 3:35 Minuten und dann melde ich mich nochmal aus Herrenberg. A8, R52, Richtung Stuttgart. Dann fahren Sie auf die Autobahn.
Hat alles gepasst. Perfekt. Muss an Rampe 5. Da steht aber jetzt noch einer dran. Muss eh warten wegen der Plombe. Weil ich die nicht einfach wegmachen kann oder darf. Und dann gucke ich mal, wie schnell das hier geht. Ich hoffe, es geht schnell. Und dann bin ich mal gespannt auf die nächste Ladung, beziehungsweise wie es weitergeht. Was übrigens ganz lustig ist hier, kommt man sich vor wie so ein Schwerverbrecher. Weil wenn man da reingeht zur Anmeldung, dann ist es halt vor allem ein Gitter, links und rechts ein Gitter. Und es ist so ein, wie so ein Viereck ungefähr und vielleicht ein Meter auf ein Meter. Und dann steht man da und hinter einem ist die Türe und man kommt sich eigentlich vor wie so ein Verbrecher, weil es halt so eingesperrt. Und das Lustige ist, es ist ja vor allem auch noch über, also über einem drüber, haben sie auch noch ein Gitter drüber gemacht, damit man nicht, damit die gelenkigen und sportlichen LKW-Fahrer nicht über die Gitter drüber klettern und das Lager stürmen. Ich bin endlich fertig hier mit Abladen. Ist doch ein, also mit Abladen, Abladen war schnell erledigt. Nur, die mussten wohl jeden Karton, den ich dabei hatte, zählen. Deswegen hat die ganze Geschichte ein bisschen länger gedauert. Und jo, aber jetzt haben wir es geschafft. Eine Stunde, ich hatte eh noch eine Pause machen müssen. Hat also eigentlich gepasst. Und ja, jetzt fahre ich Richtung Schwarzwald oder Richtung Kehl bei Straßburg. Und da heißt es dann Stahlladen, das heißt, ich werde nachher so richtig schön durchgeschützt und K.O. sein. Muss mal gucken, wie viel ich filmen kann, weil ich habe auf der SD-Karte nur noch 20 Minuten Restzeit. Und die wollte ich eigentlich beim Laden dann verfilmen. Und deswegen... weiß ich nicht, wie viel ich vom Schwarzwald zeige. Aber wenn ich es heute nicht zeige, dann auf jeden Fall morgen bei der Rückfahrt, weil ich muss morgen im Prinzip die gleiche Strecke zurückfahren, nur dann nicht nach Herrenberg, sondern nach Tübingen. Ich bin fertig mit Laden und ich bin auch fertig. War so anstrengend. Ich habe versucht zu filmen, die ganze Beladeaktion, aber natürlich ist der Akku leer gegangen von dieser Dreckskamera. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel ich aufgenommen habe. Jetzt ist endlich Feierabend. Ich bin noch auf so einem Parkplatz gefahren, nicht mehr weit, vielleicht 10 Minuten noch von der Abladestelle entfernt. Aber direkt hier wunderschön romantisch. An der Bundesstraße. Ich kann euch auch mal den LKW von außen zeigen. Also es ist ein Leasing-LKW von Packlease. Aber unsere, die sind einfach blau. Also beim Borches, die sind einfach blau. Gleiches Modell. 106er DAF. Mülleimer hat es auch. Die Karte. Hier in Wildstedt, da bin ich mal bei einer Firma gefahren. In Hesselhurst heißt, ja, da genau da unten. Morgen geht es nicht ganz so früh los, morgen geht es erst um 5, glaube ich, wollte ich losfahren, ja, um 5 Uhr los. Der ungefähre Plan steht auch, ich fahre nach Tübingen, lade morgen ab, sattel dann sattel ich um. Mit dem, oh, wie heißt der, Andi oder sowas, umsatteln. Mit dem seinem Auflieger beim Bau davor laden und dann den vorgeladenen Auflieger noch bis München bringen. Dann da Feierabend machen und am Samstag über die Bundesstraße zurückfahren, weil es ja Ferienfahrverbot ist ab 7 Uhr auf der A8. Ja, ich hoffe das. Aber man weiß nie. Ich weiß erst morgen ganz genau, was ich machen werde. Naja, ich melde mich morgen wieder. Ach so! Ich bin übrigens offiziell der größte Idiot. Ich habe hier schon eine SD-Karte jetzt verschlammt, gerade eben. Zum Glück hatte ich alle Aufnahmen auf dem PC gemacht. Und habe dann die SD-Karte gewechselt und die reingemacht, die ich drin hatte beim LKW beladen. Und jetzt habe ich die leere verschlammt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich finde sie gerade nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber
auf jeden Fall bin ich offiziell ein Trottel. 5 Uhr morgens, gut geschlafen hier. War ein bisschen warm, aber ich mache jetzt noch Abfahrtskontrolle und dann geht's los. Hinter mir ist ein Sprinter, der hat echt einen Schuss nicht gehört. Der will mich auf der Straße, ein Sprinter, auf der Straße wollte er mich überholen. In der Kurve, wenn der Auflieger auch noch die Kurve müsste schneiden. Also manche Leute sind einfach nicht mehr ganz sauber. Ich kann es ja verstehen, ich nerv halt, weil ich so schwer geladen bin und geladen bin. Aber irgendwo muss man sich dann halt einfach mal gedulden. Ich kann den jetzt halt auch nirgendwo gescheit vorbeilassen. Normalerweise, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, lasse ich die Leute schon vorbei. Fahre halt kurz ran oder fahre im Kreisverkehr mit 2 Runden, damit ein paar vorbeikommen. Aber jetzt gerade geht es einfach nicht. Weißt du, die fahren auch einfach rein. Das ist denen scheißegal. Oh, Junge, mit seinen Scheißkarren da. Ich fahre auch wieder hier die letzten Strecken vor euch her. Also, bin natürlich zu früh da. Die laden erst um 8 Uhr ab. Oder beziehungsweise ich kann mich, glaube ich, sogar erst um 8 Uhr anmelden. Erst um 8 Uhr aufmachen. Aber dann kann ich jetzt wenigstens schon mal meine Sicherheitsschuhe anziehen. Und die warmste. Und hier ein bisschen aufräumen. Wobei, ja, nee. Geht eigentlich. Mann, das regt mich so auf, dass ich gestern meine SD-Karte verschlammt habe. Also ich habe noch einen. Also die, wo jetzt drin ist, mit der ich gerade filme, habe ich noch, und dann habe ich noch eine neue. Aber ist einfach ein bisschen ärgerlich. Weil, kann man nur so blöde sein, echt. Die ist weg. Ja, wenn ich jetzt hier leer habe, dann muss ich, wie gesagt, treffe ich mich mit dem anderen da zum Umsatteln. Dann muss ich nach Stuttgart zum Bauder und da nochmal zuladen auf den umgesattelten Auflieger. Und dann fahre ich nach München wahrscheinlich oder Rosenheim, irgendwie sowas hat er gesagt. München-Rosenheim. Was ist denn da jetzt noch nicht gemeint? Achso, das hat er. Hat er mir ein WhatsApp geschrieben, ja. Naja, jetzt erstmal warten bis 8. Halbe Stunde noch, 7.30 Uhr ist jetzt. Dann reinfahren, abladen und dann. Ich hoffe, dass sie beim Abladen einen gescheiten Stapler haben mit langen Gabeln, weil wenn die das nachher... Ich habe erstens keine Lust, beide Seiten nochmal aufzumachen. Und zweitens hoffe ich, dass, wie gesagt, wenn er lange Gabeln hat, dann kann er das nämlich einfach rausnehmen. Oder geht mein Anti-Rutschmann nicht kaputt, weil sonst ziehen die das ja so raus und wenn es auf Anti-Rutschmann steht, dann rubbeln die so über den Boden und reißen ein und dann sind die alle kaputt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es... dass sie lange Gabeln haben, aber normalerweise haben die hier so einen Riesenstapler mit langen Gabeln, also müsste das eigentlich klappen, aber schauen wir mal. Bis jetzt ist ja sowieso noch nicht so weit, das ist jetzt noch 10 Minuten und dann geht's los. Thank you.
So, alles geschafft. So, noch abladen. Ich muss aber beide Seiten aufmachen. Aber es ist halt. Das filme ich jetzt diesmal nicht, weil letztes Mal ist einfach der Akku leer gegangen. Das macht keinen Sinn, so das alles jetzt zu filmen, weil ich kriege eh wieder nicht alles drauf und dann ärgere ich mich nur. Die Ladung steht noch wie eine 1, aber sie war natürlich auch vorbildlich gesichert. Ist alles soweit aufbereitet, beziehungsweise vorbereitet. Ich warte nur noch auf den Stapler. Ich habe alle Gurte schon weggemacht, alle Gurte weggemacht, Kanten schon weggemacht. Alles aufgeräumt in die Staukästen hier unten. Jetzt muss nur noch der Stapler kommen und mich leer machen. Und dann geht's weiter. Also, wie gesagt, ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht für alles. Also für alles. Alle beiden Seiten aufmachen und so weiter. Und er hat jetzt noch nicht mal angefangen, mich zu entladen. Das kotzt mich ehrlich gesagt schon ein bisschen an, weil der jetzt irgendwie einen anderen da hinten entlädt. Der ist aber nach mir gekommen, also nicht so ganz korrekt. Naja. Ich bin leer. Endlich. Um 9.40 Uhr. Das heißt, 1 Stunde 40 habe ich jetzt hier gebraucht zum Abladen. Schon lange. Aber gut, jetzt geht's weiter zum Umsatteln wahrscheinlich. Aber genau weiß ich gleich erst. So, ich stehe jetzt beim Bauer und muss warten, bis sie mich anrufen und mir den Platz zuweisen, wo ich abladen soll. Und ja, ich suche gerade nebenher noch die Firma, wo ich jetzt nächste Woche arbeiten kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal hier warten auf Ladung. Das kann sehr, sehr nicht auf Ladung, sondern auf die zwei Sachen für Italien. Aber das kann sich beim Bau da nur um Stunden handeln. Letzte Woche, wie gesagt, stand ich in der Firma hier. Habe ich 5 Stunden gewartet. Aber dieses Mal habe ich meinen Laptop dabei. Dann kann ich wenigstens noch ein paar Folgen Game of Thrones schauen. Fertig mit Laden. Unglaublich. Nach nur 3 Stunden. Ist jetzt 15 Uhr. Pam. Attacke. Naja, noch nicht ganz. Ich muss erst noch vor die Papiere holen. Für die Ladung Palettenschein machen, weil ich Leerpaletten abgegeben habe. Und dann geht's nach München. Sagt 3,5 Stunden. Vorhin hat er noch gesagt 20 Minuten Stau, aber bis jetzt scheint er nichts mehr zu sagen, der schlaue Navi. Aber gucken wir mal. Es ist halt auch wieder eine blöde Zeit zum Fahren. Naja. Bei der Firma hier echt blöd geregelt ist. Sind einfach die LKW-Parkplätze, weil die haben ja einfach keine. Also, die haben ja schon welche, aber nicht genug. Die laden hier bestimmt jede Woche. Also, ich wünsche ja, die würden einfach da, wo jetzt Baustelle ist, da einen großen LKW-Parkplatz machen. Weil da, wo die ganzen LKWs da hinten stehen, das ist Parkplatz und das hier vorne. Und die laden aber bestimmt am Tag hier. Also, jede Menge LKWs auf jeden Fall. Und das ist einfach viel zu wenig Parkplatz hier. Das verstehe ich ja nicht, wieso man das, wenn man weiß, dass hier so viele LKWs kommen, wieso man das nicht besser löst hier. Ich gehe jetzt die Papiere holen und dann geht's los nach München oder mal Richtung München und dann schauen wir mal, wo wir umsatteln. Das weiß ich alles noch nicht genau. Und es geht los Richtung München. Wenn mich einer rauslässt hier. Der lässt mich raus, das ist aber nett. Uhr, Feierabend. Ich habe getankt, ich habe umgesattelt, zweimal, das eine Mal habe ich ja gefilmt, jetzt nochmal. Ich stehe jetzt an der A8, Burgauer See, Rastuf Burgauer See, ist eigentlich ganz schön, da hat sogar einen See, aber ich gehe da nicht hin, ich gehe jetzt nämlich duschen. Und dann schaue ich noch ein bisschen einen Film oder sowas. Und morgen muss ich um 6 Uhr losfahren, weil hier ist ab 7 auf der A8 Fernfahrverbot. Und dann fahre ich nach Tübingen, das heißt nach Kusserdingen, stelle den Auflieger ab. Dann fahre ich mit der Zugmaschine zum Disponent, weil der fährt nächste Woche mit dem LKW hier. Und dann ist aber für mich erstmal Wochenende. Und nächste Woche fahre ich wahrscheinlich Frankreich.
Aber das mache ich vielleicht nachher nochmal, oder wenn ich zu Hause bin, nochmal ein kleines Video dazu oder Erklärungsvideo dazu. Ja, und dann lade ich die Folge mal hoch. Also morgen werde ich wahrscheinlich nicht so viel filmen oder wahrscheinlich gar nicht. Und dann lade ich das hier mal hoch. Das heißt, ich schneide es zusammen, wenn ich das hinkriege, lade es hoch und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen, wenn es euch gefallen hat und vor allem halt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, es ist gut oder es ist scheiße, das hätte mich interessieren. Schreibt es einfach in die Kommentare oder. Genau. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Okay, jetzt ist es zu spät, aber jetzt habt ihr die Folge schon gesehen. Ich wünsche euch trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß, die Folge zu gucken. Und wir sehen uns dann nächste Woche wahrscheinlich.